willkommen zu einem Video. Heute war ein Update. Ich werde jetzt kein 100% ausführliches Update-Video bringen, weil, ja, keine Ahnung. Aber ich möchte euch zeigen, was in-game jetzt neu ist. Denn wir haben Map-Changes. Die hier sind nur klein, glaube ich. Das dürfte jetzt nicht so die große Map-Change sein. Das hier ist auf jeden Fall ein großer Map-Change. Hier wird bald noch, also diese bei hier, der Butterbude, wird aus diesem neuen was erscheinen von Neon Tilted. Da wird sich was ändern im Laufe der Zeit dazu. Heute kommen noch gratis Items raus, jetzt Sommer, gratis Sachen, die Aufgaben sollten veröffentlicht sein. Außerdem mache ich dann nur noch, oder vielleicht hängt es in dieses Video, will ich noch nicht. Naruto hat ja auch neue gratis Items jetzt und kommt ja bald wieder in den Shop alles. Moment, wenn man vergessen hat, dass man ja noch copyrighted Music anhat. So, dann, wir haben zwei neue Waffen im Game. Hier hinten sollte sich was gechanged haben. Das Haus müsste so gut wie fertig sein. Das kommen wir aber zu kleinen Kampfbauern. Zuerst gehen wir zu einem großen neuen Ort. Denn Lockjam wurde vom Realitätsbomb ein bisschen gechanged, sag ich jetzt mal. Sie zu schon verwalten. Und Darth Vader fliegt jetzt mit seinem Hauptschiff durch die Kante und landet irgendwo random, da gibt es dann auch sein Lichtschwert. Diesmal landet er da. Da kann man dann sein Lichtschwert abholen, was ich vielleicht schon mal machen. So vollständigkeitshalber. Okay, ja. Lockjam ändert sich jede Runde. Es gibt drei oder vier verschiedene Orte, die sein können. Entweder gibt es so eine Greasy Groove, es gibt eine Coal Castle ähnliche Variante, glaube ich. Ich glaube, es geht. Oh, scheiße, Sturm. Ne? Okay. Ja. Ihr seht schon. Der Freighter ist nicht ganz ungefährlich. Hat zwei Handlanger dabei, fliegt jede Runde auf die Map. Und wir gucken jetzt mal im Kampflabor die neuen Orte genau an. Ich wollte euch nur kurz zeigen, dass wir Darth Freighter, weil ich glaube nicht, dass man das in-game sieht, dass Darth Freighter das angeführt. Oh. Das sind schon gerade seit dem Online. So, für mehr Infovideos könnt ihr ja gerne mal ein Likechen und ein Abochen da lassen. Würde mich sehr freuen. Auf jeden Fall. Finde ich cool gemacht, dass jede Runde so was anderes da auftaucht. Bei den. Hier. Bei Lockjam. Es gibt auch eine neue Waffe. Oder zwei. Ich glaube, die Flare-Gun müsste drin sein. Eine Feuerwerks-Flare-Gun. Und eine neue Kettensägenwaffe. Können wir uns natürlich alles gleich an. So, da sieht man, das ändert sich jede Runde. Da ist jetzt eine andere Variante von Lockjam. Es ändert sich jede Runde random. Da kommt mal das, mal dies. Es gibt eine Kolosseum-Variante, das weiß ich. Die haben wir gerade gesehen. Es gibt die Variante hier. Mit. Ja, was ist denn das für eine Stadt gewesen? Wie dem auch sei, ist. Ach stimmt, die Westernstadt. Und es gibt noch eine Variante mit dem Schiff von. Oh Gott. Lazy Lagoon müsste dort heißen. Da gab es auch ein Schiff. Und in Lazy Lagoon gibt es auch so eine Variante. Das sieht schon geil aus. Das jede Runde endet, ist schon auch mega. Hier ist jetzt dieser Baum geblüht, deswegen ist er auch schön groß auf der Map zu sehen. Solche Stützpunkte gibt es auch dreimal auf der Map. Hier hat sich, glaube ich, was geändert, zumindest wurde es mal angezeigt vorhin, und da wird sich noch was ändern. Auf jeden Fall sind da jetzt schon Wurzeln lang, das wird sich bald auch so wie der Ort ein bisschen was verändern. Oh,
Hier ist die zweite Variante. Ich werde gleich neu starten und hoffen, dass ich die letzte Variante noch bekomme. Aber vorher. Genau, ja. Aber vorher gucke ich nochmal wegen der neuen Waffe. Die müsste da hinten in der Truhe spawnen. Genauso wie die Lichtschwerter jetzt ja, aktiv sind. Das Greifhaken müsste auch ein Creative sein. Genauso wie die DMR. So, da ist es ja unser liebes Häuschen. Joa. Das ist jetzt ein Lockjam-Gebäude, jetzt wo Lockjam demoliert ist. So, und dann sollte es. Doch hier. Hier ist die neue Waffe. Hängt ja an der Wand. Hat 12. Sehr effektiv gegen Gebäude. Idiot. Komm, öfter. Hier das Ding, das rast ja einmal komplett durch. Finde ich cool gemacht, die Waffe. So was Neues. Ach doch, Spieler und Fahrzeugschaden. Kenne ich jetzt nicht auswendig den Schaden, aber. So, dann sehen wir uns gleich wieder. So, wenn ich schon einmal dabei bin, hier die Seite werde ich auch in der Beschreibung verlinken. Sind ja ein gratis, sind ja Aufgaben für gratis Items. Geht dann zu jedem Tag etwas, was ihr erledigen müsst. Zuerst müsst ihr das hier fertig machen, für das erste. Zweiten Tag das, dritter das, vierter das. Konzept müsste klar sein, nach 4 Tagen. Wenn das sich täglich ändert, solltet ihr dann den Hängleiter bekommen und die Lackierung. Wenn ihr eine so eine Seite fertig habt, sagen wir mal, ihr habt heute komplett fertig die Seite, kriegt ihr die Lackierung. Wenn ihr alle fertig habt, kriegt ihr den Hängleiter. Gibt auch XP und es gibt auch zwischendurch XP und ein Emoticon. Emoticon von Itachi, von Gaara, Hinata und Orochimaru und halt XP zwischendurch. So, dann Tilt Towers müsste ich geupdatet haben. Nehmen wir am besten. Westen. Teil des Sieger von dem ersten Tower-Gebäude ist nun bekannt. Sein Gebäude wird langsam aber sicher aufgebaut. Also sitzt nicht direkt alles da, sondern es wird jetzt so langsam aufgebaut. Den Sieger, der gewonnen hat, weiß ich sogar gerade gar nicht. Also es wurde gar nicht erwähnt, wer jetzt das Haus gebaut hat. Ist auch noch in Arbeit. Kann man hier sehen. Wird noch fertiggestellt die nächsten Wochen, glaube ich. Aber bis jetzt sieht es so aus. Natürlich mit Truhen, Ausrüstung etc. So, ja. Wird das auch schön gebaut vom Gewinner. Finde ich allgemein das Dings 2.0, der Block 2.0, finde ich mega geile Idee. Hab selbst teilgenommen, hab's probiert, hab's nicht wirklich gekriegt. Aber okay, ich hoffe jetzt mal, dass das die letzte Variante ist, die wir gesehen haben. So, und da im Kampflabor immer noch eine Variante scheinbar da ist, von dieser Stadt, hoffe ich jetzt mal in einer Runde pures Gold, dass die Variante sich ändert. Ja, pures Gold ist wieder zurückgekehrt, als limitierter Modus. Wartezeit. Naja. Wenn das wieder nicht die Variante ist, die ich suche bei Lockjam, guck ich mal hier unten bei der hier vorbei. Da hat sich eigentlich nur eine Wurzel gebildet. Das ist, glaube ich, die Änderung, die da gezeigt wird. Hier weiß ich es tatsächlich noch gar nicht mal so wirklich, was da sich geändert hat. Zeig mal Lockjam. Das ist. Hey, ist die Variante, die ich gesucht habe. Nice.
kann doch schon klar erkennen, dass das Wikinger Schiff ist. Ey, ich mag die allgemein diese Ortsidee, dass sich der Ort da change zu jeder Runde. Finde ich irgendwie cool gemacht. Bin ich ehrlich. Bringt Abwechslung rein, wenn da jede Runde landet, ist jede Runde was anderes zu entdecken. So, wisst ihr, wie ich meine? Es gibt drei Orte. Das heißt einfach so drei Orte in einem Bild, ne? Finde ich nice. Hier, jetzt haben wir das schöne Piratenschiff von Daisy. Captain Lotus. Hätten wir das auch abgehabt und zu guter Letzt auf der Liste. Dafür müssen wir in die Lobby. Die Levelstile sind da. Die Super-Levelstile, die es jede Season gibt, sind jetzt auch da. Gucken wir mal rein. Der hat in zwei Tagen ein paar neue Stile. Und hier, wir haben neues dafür das Spiel. Ein pinkeller Stil. Ein Stil für sie mit der Maske, so sieht das genau besser aus. Ein weißes Stil für den hier. Das ist sowieso das schlechteste Curse Battle Pass, sind wir mal ehrlich. Eevee hat eine blaue Hose. Auch so ein unnötiger Stil, meiner Meinung nach. Dann die Super Level Skins. Auch wieder Season Thema passend mit diesen Realitätssträngen. Wodurch der Battle Pass auch besser wird. Bin ich ehrlich. Diese Stile machen und die Battle Pass Skins besser. Der hier sieht dadurch allgemein besser aus. Dann in Blau. Sieht auch sehr schön aussehen. Und in Gold. In Gold finde ich sie persönlich am schwächsten irgendwie. Ich mag sie in Blau und Grau am meisten. Ansonsten hat sich nichts geändert, außer dass die Spitzhacke gefixt sein müsste. Nein, die Spitzhacke ist immer noch kaputt. Item Shop immer noch Sommersachen. Ja, Sommerpumpe, Sommerdrift, Fotos. Das Lastpaket, genau, das Starterpaket für das Event ist diese Nacht reingekommen. Sonst der Mongas ist noch da. Und damit sollte ich eigentlich das meiste im Update gerade runtergelabert haben. Hier sind ja auch noch für die Creative Maps Aufgaben. Ja, animierte Gegner, die Objekte, genau. Da müsste es bei Entdecken, glaube ich, ne. Ja, hier die Insel Shopping müsste das sein. Oder? Yep. Insel Shopping Bonus, das sind hier diese Maps am extra Menü. Könnt ihr dafür spielen für die gratis Items. Damit würde ich das Video jetzt erstmal beenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen und tschüss.